Pascal, der Presseclub mit Jörg Schönenbaum. Herzlich willkommen an diesem Sonntagmittag. Schön, dass Sie dabei sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als sich Bundesrepublik und DDR gründeten, war unser Land christlich und deutsch. Klingt zynisch, aber Nationalsozialismus und Judenvernichtung hatten dazu beigetragen. Ausländer oder ausländische Minderheiten gab es praktisch nicht mehr. Und fast die gesamte Bevölkerung gehörte einer christlichen Kirche an. Möglicherweise haben das viele im Sinn, wenn sie eine Rückbesinnung auf christliche Wurzeln, auf eine christliche Leitkultur fordern. Denn heute ist unser Land ganz anders, viel bunter. Über 17 Millionen Menschen in Deutschland haben einen ausländischen Hintergrund. Und nur noch gut die Hälfte der Bevölkerung bekennt sich heute als katholisch oder evangelisch.